quatschen. Also sonst wird das gerade mal sehr langweilig. Und das will ich nicht. Nee. Das soll nicht unbedingt so sein. Was könnte ich denn? Was könnte ich denn? Mir macht Minecraft komischerweise immer noch Spaß. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Jetzt spiele ich ja doch schon. Boah, dürfte jetzt fast schon ein Jahr sein. Was ich generell jetzt Minecraft zock. Und mir macht Spaß. Ist der Hammer. Ist, um ehrlich zu sein, ich hatte noch nie ein Spiel, das mich so lange gefesselt hat. Und das will ich so intensiv und so gerne spielen. Weil sowas ist echt selten und einfach Hut ab. Vor dem kleinen Ding. Vor dem kleinen Indie-Game. Ich fand's so geil, wie irgendwie so ein Wettbewerb, wo Mojang irgendwie mitgemacht hat. Da war irgendwie die Aufgabe, dass innerhalb von 48 Stunden so ein Minigame entsteht. Komplett spielbar. Und keine Ahnung, mit Ende und allem und Story und... Der hat in 48 Stunden ein Hammerspiel gemacht. In 48 verschissenen Stunden. Okay, sieht nicht Bombe aus von der Grafik, aber hallo? 48 verschissene Stunden, das ist verdammt wenig Zeit. Also, Respekt. Der Mann hat's drauf, der hat auch Ideen en masse. Ist zwar jetzt das Minigame sehr an Minecraft angelehnt, aber... Hallo? Irgendwo muss der ja klauen. Bei 48 Stunden, da bleibt nicht viel Zeit, sich irgendwas komplett Neues auszudenken. Das geht nicht. Aber hallo, das ist echt cool. Und naja, der Mann wird es, glaube ich, noch weit bringen, wenn er noch ein paar solche Spiele raushaut. Dann ist der bald echt ein gemachter Mann, der Junge. Vom, er kann's einfach. Er hat irgendwie den Finger einfach auf, ja, den Finger, den Kopf in der Community. Er will wissen, was die Community spielen will und macht's auch. Das hat man Minecraft schon gesehen, weil wenn viele gesagt haben, ja, das wäre cool, wenn drin wäre, dann ist es reingekommen. Weil einfach die Idee geil war. Und durch das, um ehrlich zu sein, Minecraft entstand eigentlich aus der Community raus. Also, da kann man nichts sagen dagegen. Verflucht, wieso komme ich hier raus? Das ist doof. Ja, mache ich hier mal kurzweilen mit Erde zu. Hier verreckt schon wieder ein Skeletti. Kies noch drauf. So. Dann ist hier dicht. Ich hätte auch Erde abbauen können. Aber wurst. So. Aber es ist echt cool und ich glaube, der macht nur noch so Hammerspiele. Da bin ich halt auf das nächste Projekt gespannt. Wie hier heißt es? Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe mich zumindest schon für die Alpha angemeldet. Also, wenn das rauskommt, da spiele ich dann gleich mal die Alpha. Und wenn es passt, mache ich ein Let's Play draus. Dann wird halt vielleicht Ding eingemoddet. Minecraft. Aber was soll's, das darf auch mal eingemoddet werden. Jetzt arbeite ich eh schon straight auf die 200 hin. Also Folge 200. Das sind ja doch noch Adam Riese mindestens 7 Monate. Wenn ich mich jetzt nicht auf die Schnelle verrechnet habe in meinem Laberflash drin. Oder? Huch. 30 Tage, ne? Ja. Ach, was sage ich denn? 6,5 Monate, was ich jetzt Let's Play. Also, hallo? Das ist doch krank.
Also ich habe mich total verrechnet. Wenn ich falsch liege, schreibt es mal. Weil ich mich jetzt total verrechnet habe, weil ich hier jetzt zu abgelenkt bin, um zu rechnen. Gut, zu abgelenkt kann man ja auch nicht sagen. Ich baue hier nur blöden Stein ab. Dass ich hier meine Burg weitermachen kann. So. Ich glaube, ich brauche hier mal wieder ein Fäckelchen. So. Zum Reinfackeln. So. Ah, mein Inventar füllt sich schon langsam mit Cobblestone. Aber ich brauche noch so viel Cobblestone. Also da hebe ich noch einiges aus hier. Hoppala. Und da wurde es dunkel. In der Welt von Minecraft. So. Und die Spitzhacken gehen mir eh schon wieder flöten. Ich habe hier einen Spitzhackenverschleiß. Das ist ja nicht der mehrere feierlich. Muss ich so sagen. Jetzt komme ich hier schon wieder aus der Wand raus. Was geht denn? So. Der Ding ist ja auch cool. Mir vorher noch nicht aufgefallen. So. Mal hier nochmal mit Erde dicht. So. Und Scheiße. So. Dann mache ich hier noch so einen Stollen rein. Gucken, wie weit das ich komme. Dann kann ich mal abschätzen, wie weit ich noch aushöhlen kann hier. Ach, schon ein gutes Stück. So. Jetzt bin ich wieder draußen. So, dann höhle ich mal hier so weit aus, wie ich komme. Dann wird das Ding mal so richtig leer hier. Ich könnte auch dann noch eine Viererdeckenhöhe reinzimmern, ist ja eh Wurst. Hauptsache, ich krieg meinen Cobblestone. So. Jetzt darf ich mal aber irgendwo eine Fackel hinpappen. Hier. So. Sonst wird es euch noch zu dunkel in meinem Video. Das will ich ja jetzt auch nicht. So. Erdklumpen. So. Und dicht die Sache. So. Schon sind wir im anderen Gang. Dann können wir die ganze Kacke hier abbauen. So, was will ich noch sagen? Aber solange das andere noch nicht heraus ist, die Alpha noch nicht und so, dann werde ich natürlich noch Minecraft weiterzocken, außer es macht mir wirklich keinen Spaß mehr. Aber wenn mich ein Spiel ein Jahr lang begeistern kann, wieso soll es nicht 2 Jahre schaffen oder 3? Aber das wird noch die Zeit zeigen. Vielleicht bleibe ich ja doch noch bei Minecraft erhalten. Aber da bin ich noch sehr optional. Also da kann ich noch viel. Kann sich noch viel ändern in der Zeit. Also dann sehen wir weiter, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Ein Feuer hier rumzulabern, das bringt mal gar nichts. Vor allem, weil sich die Einstellung zum Spiel auch immer ändert. Wenn man keine Projekte findet, was man bauen soll, dann ist das ein bisschen blöde. Aber ich würde mal sagen, mittlerweile habe ich jetzt wieder ein Großprojekt, wo ich jetzt eine Zeit beschäftigt bin. Und hier könnte ich auch mal gucken, wie weit das ich buddeln kann. Buddel ich mich hier rein. So. Stimmt ja, hier kommt da der Kackgravel. Der Kies. So. So, jetzt ist hier Ruhe. Im Gebälk. Na, was ist denn das hier für eine Mucke? Hoppala, ich hau hier eine Dreierhöhe raus. Wollte ich aber nicht. Jetzt kommt hier schon wieder der Mist runter. Andauernd fällt hier mir die Decke auf den Kopf. So.
schon mal den scheiß Gravel ein bisschen weggebuddelt. Ich brauche Cobblestone, kein Gravel. So, jetzt ist hier Ruhe. Verstanden? Oder auch nicht. So, jetzt mache ich hier noch den ganzen Gravel weg. Tut mir leid, Kies mittlerweile. So. Es dürfte auch mal bald mal Schluss sein hier. So. Jetzt haben wir es endlich geschafft und das geht ja mal gar nicht. So, nächstes Lied. Zurück zum Spiel. Ah, schon angenehmer diese Musik. Die plätschert so schön vor sich hin. Richtig angenehm. Dann mache ich hier mal wieder dicht. Warum macht er die schon dicht? So, jetzt arbeite ich mich mal hier an der Erde entlang. Komm her hier, Spinni. Hol ich mir mal schnell die Erfahrungspunkte. Was sind denn die? Die blöde Nuss ist einfach in den Tod gestürzt. Doof. Krieg wieder keine Erfahrungspunkte. Weil es viel zu dumm ist, richtig zu sterben. Oder die liegen draußen irgendwo rum. Die Erfahrungspunkte werden ja dennoch nicht verschwinden. Die verschwinden auch, glaube ich, nicht. Auch wenn man sie eine Ewigkeit liegen lässt. So, jetzt muss ich hier rüber. So. So. Wenn ich hier an der Außenscheiße bleibe, dann dürfte ich ja irgendwann mal rauskommen. An meinem Ende. Weil recht viel weiter bin ich ja da nicht mehr gegangen. Ah, ich glaube, ich habe eine gute Richtung. So, ich glaube, also bin ich nicht so verkehrt dran. Ahaha. Witz, komm raus, du bist umzingelt. Nee, puh. Manche Projekte, die ich noch auf dem Kanal stehen habe, die lasse ich jetzt mal außen vor. Die müsste ich jetzt leider auf dem Ding anfangen. Oder wie GTA 4 müsste ich auf der Playstation anfangen, weil ich hole es mir jetzt nicht noch extra für den PC. Also will ich es nicht machen, weil ohne HD-Aufnahme ist kacke. Oder HDMI-Aufnahme. Da wird die Bildqualität so scheiße von der Ding runter, von der PS3. Und das will ich nicht. Weil mein Gabber doch ein bisschen scheiße ist. Nicht scheiße, es war halt ein Billigding. Und ja, ich will halt ein relativ günstiges Gerät finden, dass ich das aufnehmen kann. Und dann mache ich das natürlich auch. Und ich bin noch jung, ich habe Zeit. Ich kann immer noch viel Spiele spielen. Und das werde ich auch noch. Und deswegen alt ja nicht. Also muss ich noch ein bisschen warten. So. Aber jetzt dürfte eh bald mal der ganze Cobblestone reichen. Hoffe ich mal. Also nicht wundern. Aber Half-Life 2, das mache ich schon noch irgendwann. Aber um ehrlich zu sein, zwei Let's Plays auf einmal, das geht schon hübsch in die Zeit. Und wenn ich drei mache, so wie ich es im Urlaub gemacht habe, das wird nichts. Das haut mir gar nicht mehr hin, weil das ist meine Zeit komplett im Arsch. Ich habe ja auch noch ein Privatleben, um das, wie ich mich kümmern kann. Muss. Nicht nur kann. Nee, und da wäre es halt blöd. Da geht mir doch ein bisschen viel Zeit flöten und ich nutze eigentlich eh schon jede Zeit, die ich außerhalb von Arbeit und irgendwie Freunden habe.
zum Let's Playen. Doch das. Ja. Würde ich mal sagen, ist halt doch einiges schon gut. Wie soll ich sagen? Muss ich halt sehr Abstriche machen, was zum Beispiel Schlafen angeht. Schlafen wird sowieso überbewertet, meines Erachtens. Also Schlaf ist nur was für Penner und Luschis. Man muss halt einfach mal der Arsch zusammengekniffen werden und das, den Spaß hier weitermachen. Nee, mir macht's auch Spaß und ich mach's gern und ich mach's gern für die Community, also die Leute, die mich doch angucken. Gibt doch wenige, die es gern tun, und an der Stelle bedanke ich mich mal wieder bei diesen Leuten. Ihr macht mich eigentlich zu dem, was ich bin, ein Let's Player. Alles andere wäre Bullshit. So. Ich hasse den Scheiß, Gavil. Tut mir leid, Kies. Ja, jetzt zerlege ich noch die zwei Spitzhacken und dann geht's wieder auf. Nach oben. Und wir bauen weiter. Munter weiter. Aber erstmal buddel ich da noch hier alles frei. Was mir auf die Mütze fällt. Immer diese Graveladern hier. So. Wir könnten sogar Enderman spawnen. Weil die Deckenhöhe wirklich ausreichend ist mittlerweile. Apropos Enderman.